Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Exodus Borealis. New game. Island select. Shiori Island, the first discovered island found after fleeing their homeland across the Great Northern Sea. The island's open grasslands allows for plenty of freedom in how to lay out the new settlement. On the far side of the island lies an invader gate is nested amongst the white cliffs. Ja, das Ganze ist eine Mischung aus City Builder und Tower Defense. Also sind wir mal, ups, gespannt. Tja, ah, gut. Puh. Land at last. This small green island is a sanctuary. The chance to rebuild. Unfortunately, it appears only a single ship survived the journey. It is important to start building the new colony in a good location. Take the time to survey the island and get an understanding of the lay of the land before construction begins. Tip, you will see a yellow scroll on the screen when you have a tutorial task to be accomplished. You can click the scroll to bring up the detailed tutorial task description. Task, look around the island and locate the gate. So. Camera controls, okay. Ja, sieht ganz normal aus soweit. Schauen wir mal, ob wir ein Gate finden. Hier. Tutorial task completed. Survey the island. The crashed ship has limited supplies in the wreckage. Only a small amount of food and wood can be recovered. Most buildings will require stone for construction. Building a mine should take priority in order to start producing stone. Mine. The structure allows miners to dig for stone, ore and gems. Build a mine and work can begin on extracting the needed stone. Each mine can be worked by a single miner. The mine output will be used to start constructing the settlement. To avoid long distance delivery of stone, the mine should be placed near where the settlement is planned. Ideally, the settlement will be not too far from the gate, not too far from the boat and its initial supplies. If unsure where to place, the middle of the island is a decent place to start. Use the civilian building screen and place a mine. So, wir haben hier also hier ein Boot, hier das Gate, hier ein wenig Platz. Also werden wir hier eine Mine irgendwo. Okay, ich verstehe jetzt im Moment diese Raster hier noch nicht ganz. Aber wir stellen jetzt einfach wahllos hier eine Mine hin, würde ich sagen. Now it's time to give specific jobs to citizens. Builders, these are the workers who focus on getting buildings built. They will clear construction sites of trees and debris, gather needed resources and construct requested buildings. Debris? Debris? Auf jeden Fall Trümmer und so. Miner. Only a single miner can work at a mine at a time. They will occasionally output resources from the mine. If too much output stacks up, they will have to stop mining and clear the output. Assign jobs using the job management screen. Assign one builder and one miner. Also hier ein Builder, ein Miner. Wir haben 6 Citizens. Okay. Zack. Okay. So, tun die auch was? Ja, die tun was. Sehr cool. Ui. Haben die... Sind das Wölfe oder was ist das? Sieht fast so aus. Okay, auf jeden Fall bauen die jetzt unsere Mine. Direkt neben dem Baum.
clearing construction space, das heißt, sie fällen den. Okay. Sie fällen den Baum zuerst. Wir machen hier alles frei. Wenn das frei ist, dann kann wahrscheinlich der nächste Schritt erfolgen. Der da wäre. Na, mach's nicht so spannend. Wir räumen hier erstmal auf. Auf jeden Fall schlichten sie das Holz ziemlich oft. Constructing Building. Jetzt geht's los. Zack. Now that resources are being produced, a storage barn will need to be built to store the resources until they are needed. Storage barn. This building allows for the safe storage of resources acquired and produced. Build a storage barn near the mine so the output stone can be deposited nearby. Tip: rotating buildings. You can press the rotation key to change the rotation of a building before it is placed for construction. Use the civilian building stream und eine storage barn. So, und mit R können wir es drehen. Okay, es ist, ja, ziemlich egal, ob so oder so. Aber wir bauen das hier direkt daneben, würde ich sagen. A roof to sleep under. Now it's time to build some homes for the colonists. House. Citizens who sleep in a home will rest better at night and get bonuses to carrying a capacity and work efficiency. The nicer the home, the greater the bonus. In colder temperatures, stored wood is used for fire, giving citizens a place to warm up. Machen die das automatisch, ein Feuer? Ich nehme mal an. Citizens will claim homes after they are built. A home can hold up to 4 single citizens or can hold a couple and any of their non-adult children. Use the civilian building menu and place 2 houses to be built. Okay. House. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Unterschiede macht. Ich baue das jetzt einfach mal hin. Nachdem das ja auch ein wenig Tower Defense ist, nehme ich mal an, dass es hier um dieses Gate auch geht. Also um dieses Gate geht's. In the upper right is a set of buttons that allows adjusting the passage of time. It may be useful to speed up time when there's nothing to do but wait for something to be built. Pausing can be useful when time is needed to plan the next move. Hier. Können wir jetzt mal ordentlich anschieben, bis das alles gebaut ist. Erstmal die Lagerhalle und dann die beiden Häuser. Wood 11, Wood 12. Achso, still needed. 12 Holz beziehungsweise 11 Holz. Da liegt. Oh. 2 Holz noch und dann kann. Zack, und jetzt kann begonnen werden mit dem Bau des Häuschens. Okay, ich wollte gerade sagen, aber im Moment schlafen die, glaube ich. Wood from trees. Okay.
Wood from trees is one of the primary resources for the colony. Mature trees naturally seed new trees over time. If the island's trees are harvested faster than they are renewed, this can lead to a runaway effect, leaving the colony no wood for heat construction or production. As trees take years to grow, a long, slow recovery from this situation can have devastating effects. Tree nursery, an open area used for growing four trees. Trees are planted and cut by lumberjacks. Tip, it's a good idea to start building a tree nursery each season until it's apparent that the harvested level of trees is in balance with new trees maturing. The number of mature trees for each day can be viewed in the statistics screen once it's unlocked after the first year has completed. Okay, also eine Tree Nursery jede Season, also jede Jahreszeit. Achievement unlocked. Trotzdem müssen die Häuser noch fertig gebaut werden. Oder überhaupt gebaut werden. Jetzt. Zack, 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 zack. Tiding. The limited food stores will run out soon. It's time to establish a source of food. Farm. An open area used for growing food, plant fiber and life fresher mushrooms. After constructing a farm plot, the desired crop can be selected. Tip, there are various food crops available. Generally, the more seasons a crop takes to mature, the more output it will have. Tip, an individual farmer can generally work 3 to 4 fields per day. Use the civilian building screen, place 2 farms. Assign one farmer, also 3 bis 4 kann er jeden Tag, ein Farmer jeden Tag beackern. Assign one farmer using the job management, wait for the farms to be constructed. 2 farms. Die machen wir hier auf diese Seite. Und so. Und wir brauchen einen Farmer. Also 3 General Workers und 3 spezialisierte Worker gibt's. Elemental Guide. Schauen wir mal, was das bedeutet. Elemental Damage, Elemental Boosts. Okay. Also 10 Holz. Der muss erst beseitigt werden und dann braucht er auch wahrscheinlich 10 Holz. ...160 Steine, 211 Holz ist da drin. So, das kommt jetzt mal weg. Bums. Blöderweise tragen die das scheinbar ins Lager. Und hier brauchen sie es dann trotzdem noch. Okay, der baut Itchy Root an. Der auch. Standardmäßig. It's time to experiment and find new technologies to help advance the colony. While the purpose of the gate is still being investigated, it seems apparent that defenses may be necessary. Researching defensive structures should be a top priority. Research Lab, a building where a researcher will experiment to unlock new technologies. Use the civilian building screen and place a research lab. After it's built, assign researcher from the job management screen, select the defensive structure technology to be researched in the research screen, wait for research to be complete. Research lab. Das geben wir mal hier hin. Wenn das hier gebaut ist, können wir Sachen nach Sachen forschen.
40 Holz. Moment, wir haben 6 Citizens. 4 leben hier und 4 leben hier. Macht in Summe mehr als 6. Oh, schau an. The next morning. 2 single citizens have paired up to make a family. When this happens, they will claim a house for themselves, making room for potential future children. If there's not a house free, this may break up a house of singles, resulting in homelessness. Tip: it's often a good idea to have a spare house available in case a couple pairs up or a house is destroyed. If this happens in winter, the resulting homeless citizens can easily end up freezing to death. So, das heißt, diese beiden haben dieses Haus in Beschlag genommen. Anyone not assigned a specific job will default to be a general worker. These are the logistic champions of the settlement. They take resources, bring them to where they are needed. If they have nothing to move, they will help the builders, ensuring houses are properly stocked with wood for fires, prevents children, citizens from freezing to death in the winter. If production buildings are stocked and cleaned, the buildings worker can focus on production instead of stopping periodically to gather the required resources and clearing output. This can make the general worker one of the most important jobs for a smooth running colony. When a profession doesn't have a task to be done, workers assigned will fall back to taking on general worker jobs. For instance, a farmer who has harvested all crops in the fall will then act as if they were a general worker rather than wasting time. Die andere Frage ist, ob er danach wieder zurückswitcht quasi. Wenn es dann wieder was zu tun gibt. Hier brauchen wir immer noch 27 Holz. Hier drin, direkt nebenan, wären 185. Wo gehen die hin? Die bauen erstmal das Boot ab. Also die sind mit dem Boot an einer Insel gestrandet und wir machen uns hier gleich mal gemütlich. So, gleich ist das hier fertig. Zack, das ist fertig. Stopp! Wir brauchen einen Researcher. Und bei Research müssen wir jetzt Defensive Structures einstellen. Research Construction Techniques. To construct strong fortified structures, unlocks the standard wall, corner wall, three-way wall and four-way wall. So, und das passiert jetzt, und zwar wann? Das sehe ich hier leider nicht. Auf jeden Fall haben sich die hier gut aufgeteilt. Okay, ich könnte hier sogar umstellen auf Erze und auf Gems. Auf Edelsteine. Also auf Edelsteine noch nicht, aber später dann. Scheinbar. Ah, hier sieht man Research, wie weit fortgeschritten der ist. Das wird jetzt immer weiter wachsen. Ach so, das geht in diese Richtung. Und gleich ist Research complete. Bring. The gate markings seem to warn of a threat on the island. It informs of a group that first ambushes new inhabitants a year after they arrive.
Defenses should be prepared. Walls, a cheap structure preventing anyone from passing. Anyone wanting by will have to go around. Towers, fortified structures used for defense of the colony. They will fire upon any enemy that comes in range. Tip, whatever great threat comes, we'll have to approach through these gates. Taking advantage of this knowledge, walls can be built up against the gate, allowing for a single area to focus on setting up defenses. So, jetzt müssen wir a small arrow tower near the gate bauen. Defense buildings and small arrow tower. Und zwar near the gate. Machen wir mal hier hin. Wenn ich mir das hier ansehe, den Radius sollten wir hier alle erwischen, die hier durch wollen, durch können wollen. 50 Wood und 50 Stone. Das kann ja wieder ein wenig dauern, nachdem scheinbar immer noch das Boot nicht abgebaut, nicht vollständig abgebaut ist. Das sieht aber nett aus, wirklich. Ui. Das sieht wirklich gut aus. So, die marschieren. Holz ist fast fertig und Stein brauchen wir noch 30 Stück. Winter. Und hier oben sehen wir auch, unsere Storage ist schon fast halb voll. Und zwar hauptsächlich mit Mined Stone. Inzwischen wird unser erster Turm hier fertig. Ein paar Steinchen noch. Genau, einer noch, das war's. Und jetzt kann schon gebaut werden. Das geht relativ fix. Flup, flup und fertig. Mortar is used for the construction and upgrade of several advanced buildings and towers. The production of mortar requires ore, which can be mined, and charcoal, which will need to be produced. The intermediate resource of charcoal will need to be first researched and then produced in a charcoal hut. The mine will need to be set up on output ore. After mortar has been researched and both intermediate resources have been gathered, mortar can be produced in a mortar mill. At this point, it is becoming important to multitask. The defenses should not be neglected in the pursuit of mortar. Start producing mortar. So, und um ein Mortar bauen zu können, brauchen wir erstmal Erze. Und ich mache das jetzt hier einfach. Ich stelle erstmal hier um. Wir haben ohnehin mehr als genug. Mined Stone, 20 Ore, das ist auch schon ganz, ganz nett. Wir müssen, ups, the stored wood is running low, now may be a good time to assign a lumberjack in the job management screen. Lumberjack, responsible for chopping down trees to produce wood. If too much wood is still sitting out unprotected, lumberjacks will also move the wood to storage or where it's needed. Lumberjack also plant trees and constructed tree nurseries. Also wir sollen jetzt einen Lumberjack, einen Holzfäller einstellen. Einen Mortar sollen wir bauen, da müssen wir zuerst das hier, also Holzkohle, müsste das sein, erforschen. So, wir haben jetzt eine Mine mit Stein und eine Mine mit Ohr. Das sollte auf jeden Fall passen. Unser Storage ist, ja, beinahe, also ist wirklich gut gefüllt, drei Viertel voll.
auch die Häuser sind ganz okay gefüllt, ist das. Das ist immer noch hier. Vor allem Essen liegt dort. Und um Essen haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Aber gut. Erstmal ist a mortar wichtig. Also sehr, sehr, sehr schöne Wettereffekte. Da tanzen die Schneeflocken. Soweit ich weiß, ist übrigens das ganze Spiel von einer Person gemacht worden. Und das ist schon auch wirklich beeindruckend. Research is complete. Wir können jetzt hier Mortar researchen. Und hier brauchen wir dieses. Das bauen wir jetzt hier hin. Also von wegen Platzierung und so weiter habe ich echt noch keine Ahnung. Was gut ist und was schlecht ist. Wir vergessen auch nicht, dass wir hier noch einen zweiten Turm hinstellen. Inzwischen wird das hier gebaut, der hier gebaut und researched wird auch nebenbei. Das ist das angesprochene Multitasking. Die negative Seite an dem Ganzen. Ich sehe kaum den Mauszeiger jetzt hier hin. Das ist ziemlich im Schnee ziemlich leicht den Überblick zu verlieren hier oder den Mauszeiger aus den Augen zu verlieren. Hier wird schon wieder gebaut. Stopp! Was steht hier? Malia Estavera has grown up and is entering the workforce. Child born to diesen beiden, child born to zwei anderen. Citizens are now without a home, weil sich hier, glaube ich, wieder zwei Familien quasi gefunden haben. Das heißt, wir werden hier einfach noch ein weiteres Haus in Auftrag geben. Hier muss noch einiges. Aha, hier steht es: Gathering resources for construction. Steht hier auch überall, okay. Ja, eigentlich sollte jetzt hier bald mal Schluss sein, was Holz anbelangt. A miner has dug up a rare elemental gem. Ooh. When mining, there's always a rare chance a miner will stumble across one of these gems. Alternatively, you can set a mine to exclusively mine for gems. This will increase the rate gems are found, but the mine will not output any other resources. Elemental gems used to apply elemental damage to advanced towers and elemental boosts to boost towers. These elemental damages and boosts apply unique effects. Elemental damage types will boost and negate other elemental damage effects. Da geht's jetzt wirklich um die Elemente. This guide details the effect of each of the elements. It also shows synergistic and negating elemental relationships. There's a button that links to this guide near next to the elemental gem. Das haben wir uns schon angesehen. Hier sieht man auch, wer gegen was gut ist. The gong beyond the gate rumbles. A deep roar beyond the gate signals that an assault is planned this coming nightfall. Also wenn wir hier das nicht rechtzeitig... jetzt wird es wieder grün. Wenn wir das hier nicht rechtzeitig gebaut bekommen, dann sieht es vielleicht gar nicht so toll aus. Aber schauen wir mal. Am Abend, hier ist es bis 11.50 Uhr. Wenn am Abend
der Turm noch nicht fertig ist, dann müssen wir uns wohl mit nur einem retten bzw. verteidigen. Und im Moment sieht's wirklich danach aus, weil ich glaube nicht, dass wir schnell genug die Steine herbeischaffen können. Wir brauchen immer noch 32 und es ist schon später Nachmittag um 15 Uhr herum. Nö, das geht sich nie und nimmer aus. Okay, der hat jetzt automatisch umgestellt auf Double Speed. Stopp! In Wait a Wave with a total level of 1 spotted approaching the gate. Hier. Level 1 Hellspider. Ah, da kommt eine Höllenspinne. Die sieht auch wirklich nicht schön aus. Okay, der eine Turm könnte das packen. Jawohl. Somit ist der erste Angriff abgewehrt. Assaults on the colony will continue and grow in strength and number. It will be important to continue to bolster the defenses as the colony grows. Tip: The invading forces seem focused on destroying their predestined targets and will ignore anything on the way. As the number of invaders climb, only by directing the invaders in winding routes around towers will enough damage be done to kill them before they reach their targets. In order to prevent disrupting this tunnel vision focus, walls and towers will not be allowed to be placed in a way that creates a full blockade. Okay, das heißt, wir könnten jetzt hier mal hier rüber eine Mauer bauen, eine Moment. So? Nö. So. Und jetzt haben wir hier mal geschlossen das Ganze. Hier zwischen den beiden können wir auch schließen. Und dann können wir hier unser kleines Labyrinth aufbauen. Ich überlege jetzt noch gerade, ob wir noch einen, ich glaube einen bauen wir noch hier hin. Den können wir auch direkt dran bauen. Und dann können wir auch wirklich, okay, das war's nicht, weg damit. So, hier. Und jetzt können wir wirklich beginnen, einen kleinen Parcours zu bauen. Erstmal so, dann müssen sie zumindest hier rüber gehen und da lang. Somit können die hier von dieser Seite aus drauf schießen und auch hier rüber schießen. Aber insgesamt brauchen wir wirklich viele, viele Ressourcen. Und jetzt ist das Boot immer noch nicht hinüber. Aber nichtsdestotrotz, viel, viel Arbeit wartet auf uns. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.